Ja, die nächsten Wochen bis Ende Jänner werden von den Landtagswahlen in unserem Bundesland dominiert. Beginnen wir zunächst mit dem Neujahrsempfang des Gemeindevertreterverbandes in St. Pölten. Der Neujahrsempfang des Gemeindevertreterverbandes war zugleich der Startschuss für die SPÖ Niederösterreich in den Landtagswahlkampf. Unter Standing Ovations zog Spitzenkandidat Franz Schnabel samt zahlreichen jungen Begleitern ein. Musik von der A Cappella-Gruppe 2-3-Wir untermalte die Veranstaltung. Mit 1500 SP-Funktionären und Mitgliedern waren in die Veranstaltungshalle viel mehr Gäste gekommen als erwartet. Mit ein Grund dafür war die Anwesenheit von Ex-Bundeskanzler Christian Kern. Dieser sparte nicht mit Kritik an der neuen Bundesregierung. Und ihr habt alle die Nationalratswahl erlebt und die Wahlauseinandersetzung, die Versprechungen, die es da gegeben hat. Milch und Honig sind da angekündigt worden. Und ihr habt erlebt, wie schnell diese Versprechungen verraten werden und ignoriert werden. Türkis-Blau ist angetreten. Und nach 14 Tagen ist die ganze Veränderung abgesagt und Schwarz-Blau zeigt das übliche Gesicht. In Niederösterreich gehe es darum, das schwarze Machtkartell zu brechen. Nach vielen Jahren, wo die ÖVP Niederösterreich ein Machtkartell gebildet hat, muss das Ziel jetzt sein, die politischen Verhältnisse zu verändern im Sinne der Menschen. Es geht eindeutig noch besser in Niederösterreich. Franz Schnabel versprühte in seiner Wahlkampfrede vor allem eines: Optimismus für das neue Jahr. 2018 wird ein gutes Jahr, wenn wir gemeinsam nur wollen. Es wird ein gutes Jahr und die nächsten 5 Jahre für mehr Demokratie, für mehr Menschlichkeit, für mehr soziale Wärme in diesem Land. Am 28. Jänner wird die absolute Herrschaft der Österreichischen Volkspartei in diesem Land ein für alle Mal beendet sein. Was Sie fühlen, ist es, hier an der Front zu stehen? Nun, es erfüllt mich eigentlich mit Freude, weil es gibt sehr viel Feedback, gute Unterstützung, Schulterklopfen natürlich, aber es gibt sehr viele Menschen, die begeistert sind und mitmachen. Und daher habe ich nicht nur ein gutes Feedback, sondern auch ein sehr gutes Gefühl. In seiner Neujahrsansprache erklärte der Präsident des Gemeindevertreterverbandes, dass die SPÖ mit ihrer Werbelinie auf dem richtigen Weg sei. Altersvorgang in der Werbewirtschaft heißt, wer nicht auffällt, fällt durch. Lieber Franz Schnabel, es ist dir gelungen, in wenigen Monaten diese Popularität und Bekanntheit zu erreichen, wo man dafür 1-2 Jahre braucht, um wirklich wahrgenommen zu werden. Gratulation auch an den Team, an Ernst Müller, der Wolfgang Kocsi war, die Richtung stimmt und auch die Werbelinie. Herzlichen Dank. Zur Wahlkampagne der SPÖ Niederösterreich erklärte Landesgeschäftsführer Hunz Müller, man habe ein Projekt gewagt und Aufmerksamkeit erzeugt. Wir gehen ganz bewusst in die Gemeinden und Regionen, berichtete Wahlkampfleiter Wolfgang Kotschewar. Die zweite Botschaft ist die zweite Meinung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass in Niederösterreich eine zweite Meinung gehört wird. Das ist der Wahlslogan. Und ein mir ganz wichtiger die Botschaft auch, Politik muss auch Spaß machen. Das heißt nicht, dass wir die Politik nicht ernst nehmen, sondern im Gegenteil Spaß an ernsthafter Politik. Für zahlreiche Lacher sorgte der Auftritt von Physiker Werner Gruber. Wenn man zum Himmel hinaufblickt, gibt es verschiedene Objekte. Rote Riesen, blaue Zwerge, braune Zwerge gibt es auch, schwarze Löcher. In der Naturwissenschaft gibt es ganz klare Zusammenhänge. Und diese Zusammenhänge gibt es auch im Sozialen, wenn Menschen miteinander agieren. Und es ist immer wieder sehr schön, die Naturwissenschaften den Menschen näher zu bringen und zu erklären, wie gewisse Dinge einfach funktionieren. Schwarze Löcher führen dazu, dass je näher ich mich einem schwarzen Loch annähere, umso langsamer vergeht die Zeit. Wir können davon aussprechen, wenn wir uns in der Nähe eines schwarzen Loches befinden, haben wir einen Stillstand. Für die Funktionäre war es ein gelungener Wahlkampfauftakt. Ja, wir haben eine tolle Aufbruchstimmung. Ich muss sagen, wir haben trotz des Feiertages heute nicht mit dieser Vielzahl von Menschen gerechnet. Wir haben 1050 Anmeldungen gehabt und im Endeffekt waren es dann beinahe 1500. Also wir sind überwältigt, wir sind glücklich und wir sind froh. Der Franz hat sich durchgesetzt auf der politischen Bühne. Wir haben eine sehr gute Werbeagentur, die natürlich das ihrige dazu beigetragen hat. Und er hat in sehr, sehr kurzer Zeit einen sehr guten
Bekanntheitswert erreicht und natürlich auch eine Beliebtheit. Ich bin ziemlich angetan, also so viele Leute, so engagiert, die reden. Also ich bin wirklich begeistert und ich glaube, wir werden da ziemlich ein gutes Ergebnis einfahren. Niederösterreich braucht Veränderung und wir haben jetzt Teams in den Gemeinden, in den Bezirken, die genau diesen Aufbruch auch widerspiegeln. Es gibt ein gemeinsames Ziel, die ÖVP, die absolute Mehrheit zu brechen. Sensationell, tolle Stimmung, toller Spitzenkandidat, toller Bundesparteivorsitzender.